Stormrad, ich habe ein Game gewonnen, unglaublich. Also, du wartest jetzt noch auf ein bisschen. Du musst gegen die Verlierer von denen, die hatten noch nicht gespielt. Weil der Arzt vor allem gerade noch Teams spielt. Oder Teams gespielt hat oder so. Sieht ja ziemlich even hier jetzt gerade, ne? Es ist grünes Team. Hambova im leichten Lead hier mit dem Stock. Fox natürlich auch hohe Prozente. Da kann schon der Down Smash hat gesessen. Vielleicht schön die Back Air von Genedor hinterher. Und da ist der Edge Guard. Stimmt allerdings auch. Stock getradet. Grün allerdings immer noch im Lead. Und machen sie jetzt Sachen hier, ne? Prost. Leider kein Wall-Tag. Ganondorf stirbt hier. Edgeguard Attempt. Nice Save von Team Rot. Fox stirbt allerdings leider. Oh, Cheek stirbt auch. Jetzt haben beide nur noch einen Stock, weil sie Stockteil machen. Was natürlich Sinn macht. Hier jetzt natürlich ein gutes Team mit dem Two-Stock-Lead. Auch Peach einigermaßen hohe Prozente schon. Allerdings ist es auf Dreamland. Das heißt, sie lebt wahrscheinlich auch meistens länger. Allerdings schlägt sich Team Rot gerade gar nicht mal so schlecht. Und kommentierst du schön? Ja, ein wenig. Ich versuche mein Bestes. Ist das gerade Doubles? Ja. Ja, ist Doubles. Ist Loser Semifinals. Wird langsam ein bisschen Hacke. Es ist so 16.30 Uhr. Ich bin den ganzen Tag nur beim Tieron. Ja. Ich habe immer noch kein einziges Bier getrunken. Super, willst du eins haben? Ja, jetzt bin ich eh ein Loser im Ärmelteil. Jetzt kann ich auch ein Bierchen. Wo ist denn Jesse eigentlich? Warte mal, du kriegst noch ein gratis Bier, wenn du rausgehst. Wo ist Jesse? Jesse! Welches Character ist das? Wohl war. Willst du Bier haben? Das ist gratis, wenn du rausfliegst. No, hey! Natürlich! Das war so knapp. Ja, das war echt schon gesehen, Alter. Wie viel kostet das? 50 Cent. Und wenn du rausfliegst, ist halt gratis. Dann geht jetzt schon mal eins. Nice. Wenn es mein Ziel kein gratis Bier bekommen, ist mein Ziel. Ja, da musst du gewinnen. Ja. Du hast mein Ziel erkannt. Ich hab 0-2 gespielt. Was? 0-2 hab ich gespielt. Verloren oder gewonnen? Verloren. Verloren. Okay, gegen Kono? Ja. Okay. Kono gegen OB? Stimmt's doch. Ja, das. Und Arzt Sulfar muss noch warten. Handwerk gerade. Ich weiß gerade nicht, wer das erste Game gewonnen hat. Das ist okay. Also, eben gerade hat. Also, ich grüne Team. Grün gewonnen. Also, kannst du schon mal wirklich Zeit. Just enjoy our drunk, wasted, whatever commentary. It's gonna be great. Ey, wir machen hier auf Deutsch. Was? Aber wir sind in Berlin. Berlin ist multicultural. 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 Multicultural.
No, fuck the English language! I hope you'll still stay the Guitar Hero. Lego Bumi komplett dicht. Nee, Digi, so dicht bin ich noch gar. Also noch bin ich nicht so dicht. Ich komm, also noch nicht. Ich muss das Turnier ja noch theoden, Mann. Ich bin also noch betrunken, richtig betrunken bin ich nicht. Aber heute Abend, ne? Also so richtig betrunken ist er nicht, aber heute Abend geht's richtig steil, du! aber so 4 Sterne hier waren das schon. Ja, Digi, geil, da krieg ich schon mal einen Punkt. 2-0? Nicht sogar 2 Punkte. So, wer ist gerade weg? Oh la la, Gäste! Wer ist gerade weg? Gerade weg? Weißt du, was gerade gespielt, ne? Da ist jemand Bus gefahren. Stell ihm den mal vor. Ja. Wo ist er denn? Aber ganz harten Bus gefahren. Nice Team-Kombo hier von Team Rot. Ja, heute Abend ist Randale. Ich gewinne jetzt aus 2 Gründen den Amateurbrief. Erstens Geld für mich, zweitens Geld für dich. Geld für dich? Für dich. Für mich? Für mich. Wenn du das gewinnst. Achso, wenn ich den Amateur... Ja, geil, Alter. Du kannst das richtig reißen für mich. Du musst aber vor allem noch alle 2 Touren holen dann, ne? Sei gewarnt. Ich habe Ambitionen, Amateurbracket zu gewinnen, weil ich dann kein Bier bekomme. Dann was? Ja, dann bekomme ich kein gratis Bier. Ja, weil wenn du rausfliegst im Amateurbracket, kriegst du ein gratis Bier. Das heißt, wenn du... Aber was, wenn du gewinnst? Ja. Das ist eine Überraschung. Ja, das ist halt die Sache. Vielleicht ist die sehr viel besser als ein Bier. Vielleicht ist es 2 Bier. Vielleicht ist ja ein Bierbong mit 2 Bier. Bin ich dabei? Was ist? Limuriken, du spielst gegen Marv auf dem nächsten besten Setup. Gott, wird Haki das Comeback machen? Und du spielst gegen Sushko, aber die spielen gerade. Ja. Hey Sushko, wir müssen jetzt spielen. Hör mal auf, Teams zu spielen. Ah, schade. Ey, wie steht's? 1-1. Schon mal gut aus. Geil, Mann. Ich habe schon mal direkt meine 2 Picks haben schon mal direkt 4 Punkte gebracht. Nice. Wo ist Luca? Luca! Luca! Luca steht mit Chaos. Luca! Team Kids gegen Doppelpunkte, oder? Team Kids sind Doppelpunkte, oder? Okay. Aber spielen wir auf ihren Setup. Ey, Paul! Spiel auf ihrem Setup, schmeiß sie runter. Scheiß Top-Player-Privileg. Konzi, Jan Tipper schreibt gerade, pennt Kobo wieder im Waschbecken. Ich penne nicht, ich habe noch nie in meinem Waschbecken gepennt, Alter. Ich habe ganz anders. Ich hab einmal in dem Waschbecken gekotzt, okay? Und davon gibt's Fotos und das ist auch okay so. Ja. Muss auch für die Nachwelt dokumentiert sein. Ja, dazu muss man stehen und dafür muss man auch leben. Dafür muss man leben. Leben, um zu kotzen. Kann man es wirklich Leben nennen, wenn man hier in ein Waschbecken kotzt hat? Ja. Nein. Das ist die Frage. Wenn überhaupt, habe ich in dem Waschbecken gekomat, okay? Gekomat. Viel, viel besser. Das ist eigentlich nur, dass es eher nicht geplant war. Das ist auch okay. Ich glaube, wir brauchen 18 plus Zwerg bei dem Stream. Ich glaube, ja. Oh, noch ein Bier durch, Alter. Hast du dir nicht gerade eben erst eins aufgemacht? Los geht's. Ich hab Angst vor Konrad. So langsam wird's auch ein bisschen. Malle! Egal. Saufen! Alle! Ey, saufen! Gleich ist das Pro-Break gestartet. Gleich. Digga, ich bin nur hier, um Sachen in den Turnierbaum einzutragen. Ich hab das schon sehr hart verkackt, ein, zwei Mal, aber. Ja, eben. Aber ich hab's hingekriegt, alles gut. Wo ist mein VIP-Set? Du kannst es immer noch aufmachen, kleiner Dildo. Also für ein Dildo wäre er aber ziemlich groß.
Meinst du? Also wenn Luca in dieser Form genauso ein Dildo ist, dann ist er ziemlich groß für ein Dildo. Ja, das schon noch. Einstellungsfrage. Ich hab schon Punkte gesammelt, ne? So schon, den würde ich nicht an beide zu Hause bekommen. Und Hiro auch. OB ist also vorher, weil er haargesiedelt war. Ja, Stormrage sagt, mach mal Ballermann-Playlist an. wenn du das Turnier gewinnst, was gibt's dann? 5 Punkte für den Turniergewinner oder wie? Ja. 5? Ja. Das ist ganz schön viel. Okay, aber wir machen das. Ja, no risk, no fun, ne? Also auch für den Amateur-Bracket, ne? Ja. Nee, Amateur-Bracket machen wir 3. Ja, mal Turn Bracket 10. Okay, sehe ich, ist okay. Hambover! Ja, Hambover. Henry, also Hunulsup ist ja aus Hamburg, Tage ist ja aus Hannover. Das ist super, oder? Komplett nicht Berlin gerade. Ja, also. Wie steht es denn gerade über 1-1? Ja, nee, jetzt steht 2-1 für Haki Nudelsuppe. Alter, aber warum denkt Haki denn so hart nach gerade? Weil Haki halt richtig gut im Doubles ist. Der ist halt der Beste von uns beiden. Echt? Ja. Ja, ich habe ja schon mal mit den Doubles gespielt, ne? Wo du 5-mal entsteht bist, während ich gut spiele, ja, das wird deshalb das Set verlieren. Ich möchte... Double-Story mit Komobi ist halt wirklich Ich wollte gerade sagen, ich möchte... Super heftig. Ich denke, aber es ist immer Doubles, ne? Ich spiele richtig gut und dann SD ich 5-mal. Und dann verlieren wir das Set. Ja, oder er versucht zu stylen und dann... Das gibt's natürlich auch. Aber es ist immer konstant, ich mache dumme Scheiße in Doubles. Ja, immerhin. Erster Schritt zur Besserung. Du erkennst deine eigenen Fehler. Ja, sehe ich komplett. Mama Laura! Mama Laura! Ey, das haben wir auf der Klassenfahrt in Nürnberg, das war so nervig. Das klingt sich so scheiße. Mein einer Kumpel, der hat beide 24 Stunden Busfahrten nicht geschlafen und konstant Party gemacht. Hat er gepeppt oder wie? Was? Hat er gepeppt? Nein, oder? Der kann das einfach, der hat nur gesoffen. Der hat nichts anderes gemacht, der hat ununterbrochen gesoffen. Digga. Digga, ich schwöre, so Landjugend hat richtig Probleme. Du nicht. Nee, voll nicht, Alter. Nimm mir mal ein Problem, was ich habe. Das sind alle Nazis. Alkohol. Hey, was? Was sind alles Nazis? Meine Mutter arbeitet in Brandenburg und sagt, sie hat jetzt voll Nazis. Alles Nazis, oder? Ja. Ich schwöre. Hallo, Maxi. Also du gehst aus Berlin raus so und alle sind Nazis. Das ist so witzig. Hey, ihr seid so die Hochburg der Linken. Ja, Digga, das ist richtig nice. Das ist richtig nice. So, weißt du, wenn du hier beleidigt bist, dann bist du beleidigt, weil du nicht gewählt hast. Link so. Ja. Ist Pack. Bremen ist aber hauptsächlich Rico. Ja, so Hauptsache so Großstadt, ne? Ja. Niedersachsen doch generell. Nee, also nicht Niedersachsen als Land. Niedersachsen hat super viele Alte. Niedersachsen hat super viele Bauern und die wählen alle CDU. Ja, oder schlimmer. Ja, also inzwischen vielleicht noch schlimmer, ja. Oh mein Gott, sie beide überlebt. Nice, Marius. Nein, aber halt bei so Wahlkarten ist halt normalerweise, du siehst halt dieses schwarze Niedersachsen. Und dann ist da dieser rote Fleck, der Bremen ist. Das ist aber in Berlin auch... Da sind wirklich alle Nazis auf dem Land, das war schön. Halt wirklich, ja. Also halt, aber das auch die Nazis Jugend nicht. Doch. Die Jugend, also ich kann hier von meinen Freunden erzählen, dass das alles Nazis ist. Ich glaube, die Jugend schon ein bisschen weniger auf jeden Thank you.
Ready? Hallo, hallo. Ah, da. Es war gerade. Nee. Doch, jetzt geht's wieder. Ja? Jetzt ist es. Hallo? Yeah, wieder. Ja. Alles okay? Ja, alles okay. War einfach was Falsches eingestellt, oder was? Ah, okay. Der Konati hat auch ein Problem. Wir sind wieder da. Wir steuern nicht so hart. So hübsch gefunden ist das eigentlich. Ja, wir sind bäh. Wir sind zurück. Ich muss jetzt auf wem Bruno warten. Von wem? Losers im Amateur. Gott will keine Pause 200. Wer was? Milch 200. Sollte eigentlich cooler sein. Koks mit Eis? Nee, Koks mit Eis. Cola mit Eis. Ich weiß nicht. Koks mit Eis wahrscheinlich. Ja. Was? Du kaufst dir einfach so eine Eistüte. Und anstatt Schokostreusel bestellst du halt mit Koks. Lecker. Ja. Waifu-Spam. Hast du gerade mal deine Waifu? Was? Nein, ich hab's einfach nur so reingetan. Okay. Nochmal, um es zu konfirmen, Gardevoir ist Lukas' Waifu. Absolut nicht. Ja, doch klar, ist auch tatsächlich schon gut. Hey, die hat doch nice Boobs, Luca. Nee, pass auf. Auf jeden Fall, oder? Pass auf, warte. Gekka ist deine Waifu, oder? Blastoise schon. Der macht halt noch öfter. Und Mascham. Ja, Machamp hat schon richtig Waifu. Ja. Ich weiß nicht, Alter. Hä, Machamp übelst Daddy, Alter. Was? Ja, mein Blastoise ist so nut, ne, Maxi? Ja, Blastoise kann halt gut schießen. Es gibt ja das Amateur 205 UB. Ich hab schon für dich eingetragen. Kriegst du auch Punkte? Ja, ich krieg 2 Punkte. Okay. OB gegen Lumion King? Digga, wenn du jetzt fixst, dann krieg ich richtig Punkte, ne? Versteh ich. Kono gegen Mato. Ja, ne? Ey, guck mal, das ist ein extra Punkt, ich hab zu neu gewonnen. Nee, ist nicht richtig. Oh, doch, ich hab's falsch eingetragen, Entschuldigung. Was denn? Weil ich nur ein Punkt gespielt habe. Ich dachte, du hast doch jetzt, oder? Gegen wen hat er gewonnen? Er hat 2-0 gegen Mato. Ja, okay. Du spielst gegen OB und Sushko gegen Ja, Smattis! Machamp ist so Daddy, Alter. Hamburger haben gewonnen.